So, da sind wir wieder mit The Crew, Freunde. Wir treffen uns mit Zoe. Ups. Schauen wir mal hier auf die Karte, ne? Wo haben wir sie denn? Da. Fahrtest. Wir spielen direkt, anstatt dahin zu fahren. Keine Sorge, wir werden bald auch noch genügend zu diesen Events fahren. Aber wie gesagt, willst du etwa abhauen? Beta-Fahrt und so. Es reicht, ich komme. So. Du warst eine ganze Weile im Bau. Mal sehen, ob du noch weißt, wie es geht. Ja, denke ich schon, ey. Dass wir noch wissen, wie es geht. So. 370Z. Oder war das jetzt alles anders? Du kennst den Deal. Hier das Kleingedruckte. Erst holen wir uns Kurve, dann Schiff. Jeder weitere Beifang ist ein Bonus. Ich helfe nicht dabei, alle Five Tens einzulochen. Hier interessieren korrupte Bullen und Mörder sonst nichts. Apropos Mörder. Wir verpassen Schiff lebenslänglich. Hältst du ihn, gehst du zurück in den Bau. Was? Wie gesagt, hilfst du ihm, gehst du in den Bau. Warum sollten wir dem helfen? Oder ich da jetzt was falsch verstanden? Gib mal Gummi da hinten. Du bist geil auf Coburn, schon klar. Aber wofür brauchst du mich? Coburns Schwäche sind die Five Tens. Er hat das halbe FBI in der Tasche. Käme ich ihm mit regulären Ermittlungen, wüsste er es sofort. Aber wenn ich einen Insider auf Schiff ansetze, schnappen wir uns beide. Du hast das Können und ein Motiv, das durchzuziehen. Okay. Ja, lautstärkentechnisch habe ich gesehen, passt das ganz gut. Wir hätten sogar auf minus 12 lassen können, wie GTA. Naja, müsst ihr mir sagen, aber ich denke mal, so reicht das eigentlich. Man hört genug, man versteht mich auch noch gut. Die Autos sind nicht zu laut. Alles optimal. Ich werde übrigens mal jetzt in Kürze mal einen Test durchführen, ob ich vielleicht auch den 1080p mittlerweile aufnehmen kann. Ich habe ein HQ eingerichtet. Wir brauchen einen sicheren Ort, von dem aus dich deine Crew unterstützen kann. Meine Crew? Deine Crew. Ein V-Mann ist nur so gut wie das Team, das hinter ihm steht. Jo. Weil mein Rechner gerne mal abspackt bei 1080p, keine Ahnung warum. Sonst würde ich euch das direkt schon bieten, aber ich werde es nochmal ausprobieren. Vielleicht geht's ja jetzt. Ich habe ja neue Einstellungen. Naja. Mission erfüllt. Silber leider nur. Egal. Steuergerät gewonnen. Ne? Ausstatten. So, fortfahren. Oh yeah. Wann kommen wir endlich ins Hauptquartier? Ich will unser Fahrzeug mal onkelisieren. Okay, nach dir. Da rein. Es wird dir hier bestimmt gefallen. Sehr schön. Immer noch Prolog. Wie lange geht denn der Prolog? Farsch. So, da sind wir in unserem Hauptquartier. So oder so, das ist erstmal unser Zuhause. Hier, hab alles Wichtige zusammengetragen. Okay. Der 510 Motor Club. Was als illegaler Street Racing Club begann, hat sich in 5 Jahren zu einem weit verzweigten Bandenkartell entwickelt. Mit Chaptern in jedem Staat. Fehlerware geht nach Südwesten und Schmuggelware nach Nordosten. Kurz, alles was in ein Auto passt, schmuggeln die Five Tens. Die beiden Ziele? FBI Special Agent Bill Coburn. Wir wissen, dass er korrupt ist, aber der Beweis fehlt. Und Dennis Jefferson, alias Schiff. Zusammen haben sie die Five Tens umgekrempelt. Coburn bietet Informationen und Schutz vor dem Gesetz. Schiff erledigt die Drecksarbeit. Die Five Tens tätowieren sich ihren Rang. Schiff ist der König. V8. Dein Job? Infiltriere den 510 Motor Club. Verdiene dir dein Tattoo und steige auf. Finde den Beweis gegen Coburn und wir packen Schiff gleich mit ein. Einer der Chapter-Bosse muss für dich bürgen, damit du dein erstes Tattoo bekommst. Verschaff dir Ansehen auf lokalen Strecken, mach Karriere und hör erst auf, wenn du bei Schiff ankommst. Du kannst hier deine Vorteile und die Upgrades für deine Wagen und Fertigkeiten verwalten. Je besser du wirst, desto mehr Vorteile stehen bereit.
Es ist eine Sammlungstafel. Du findest sie bei jedem Händler und Tuner. Mit der Tafel kannst du Wagen und Ausstattungen verwalten. Darüber hast du auch schnellen Zugang zu allen Händlern und Tunern weltweit. Sehr schön. In der Werkstatt des HQ kannst du die beim Tuner gekauften oder durch Missionen gewonnenen Fahrzeugteile einbauen. Verbaue immer die besten Teile. Nur so steigerst du die Stufe und Leistung deines Wagens. Du kannst dein Schätzchen auch lackieren oder mit Aufklebern und anderem aufhübschen. In der Werkstatt kann man auch durch Unfälle verursachte Schäden beseitigen. Da sind wir ja nur noch in der Werkstatt. So, kann ich denn jetzt... Nee, kann ich noch nicht. Vielleicht mal rein und raus, mal gucken. Der Prolog müsste doch jetzt beendet sein mit dem Hauptquartier, oder? Damit wir endlich unsere Aufklärung bekommen. Du hast einen lokalen Boss als Bürgen, wenn du reinkommen willst. Detroit wird von einem gewissen Troy kontrolliert. Hol ihn ins Boot, schmeichel dich ein und verdiene das 510-Tattoo. Wenn du schnell aufsteigen willst, musst du dich mit anderen 510s zusammentun. Über die Spielerliste kannst du Mitglieder in deiner Nähe finden und eine Crew bilden. Wenn ihr zusammenarbeitet, habt ihr bessere Chancen in Missionen und gewinnt größere Preise. Decke mit deiner Crew die Welt. Suche Sehenswürdigkeiten und bestehe Missionen, Events und Tests für Erfahrung, Scheine und Fahrzeugteile. Ja. Okay, Alex. Bereit? Los geht's. Holen wir dein Tattoo. Die erste Mission ist auf der Karte. Alles Neueinsteiger da, wa? So, jetzt will ich aber gucken, ob ich hier meine Aufkleber bekomme. Oder sind wir immer noch im Prolog? Ah, jetzt geht's. Super. Korrekt. Sparen wir Geld. Ich hoffe, wir müssen jetzt nichts bezahlen. So. Visuell Aufkleber. Jawohl, da sind sie doch. Nehmen wir den. Oh, Captain Kiwi? Geil. Den kenne ich doch. Ja, ich will jetzt aber mal hier... Kann ich die Farbe nicht ändern? Wie es aussieht, nicht. Vielleicht wegen dem Aufkleber. Ist egal. Sieht ja auch gut aus so. Schade, ich dachte, hier kann man nicht irgendwie draufschreiben. Naja. Gut, wir haben unsere Karre gepimpt. Dann wollen wir mal loslegen. Okay. Ja, eine Crew, schade. Ich dachte ja, wir können mit Dawi zocken und so, aber er ist ja immer noch nicht wieder da. Naja, vielleicht demnächst mal. Bugs 1050, hallo? Ich weiß von einem Straßenrennen heute Abend. Five Tens. Du musst einen V2 beeindrucken, damit er dein erstes Tattoo sponsert. Moment, Detroit ist mein altes Revier. Irgendwer wird mich erkennen. Es ist 5 Jahre her, Alex. Als Schiff V8 wurde, hat er die ganze Crew deines Bruders ausgebotet. Keiner kennt dich. Und wenn dich jemand im Polizeicomputer sucht, findet er meinen gefälschten Eintrag. Wollen wir es hoffen. Ja, mit einer falschen Identität sind wir auch unterwegs. Wieder immer bunter hier. Yeah, yeah, yeah. Und da ist wieder ein Tuning hoch 10. Oh, und wieder ein Skyline Dodge Ram. Bist du bereit? Bitte. Kein Posen, du musst als Erster im Ziel sein.
Blöde. Werde Erster oder die ganze Operation ist gelaufen. Ja, wir versuchen es. Hoho. Fast vom Zug mitgenommen. Haha. Ich weggekickt die beiden. Du schaffst es. Bleib Erster. Nimm mal eine Schildpill-Eisprinzessin, ja? Alles easy peasy. Das Auto sieht schon wieder aus, ey. Ach du Scheiße. Was ist er denn? Ach die Wurde. Boris Coffee. Ja. Mit dem Wagen kommen wir irgendwie ein bisschen besser in der Kurve als mit dem Challenger am Anfang. Ja, geht. Naja, nicht so viel besser, aber minimaler Unterschied ist bemerkbar. Ballern hier direkt voll das Nos durch. Die Bullen rasten wieder richtig aus hier. Die begleiten uns auch ewig, ne? Egal was wir spielen. Polizei. Weiter so, die Ziellinie liegt vor dir. Ja, ist ja nicht so, als wäre ich letzter, ne? Ups, ich glaube, die ist platt. So, das hätten wir geschafft. Wahrscheinlich nur Bronze oder so. Tada, ich wusste es doch. Warum auch immer. Dabei haben wir so einen fetten Bonus. 84% an der Spitze. Ja, was los? Ach, komisch. Keine Ahnung. Soll ich vielleicht noch driften oder so, damit ich mehr Punkte kriege? Keine Ahnung. Hat mir keiner erzählt oder ich habe nie aufgepasst. Kenne ich dich? Solltest du. Ich bin Troy. Ich bin hier der V2. Du willst ein 510-Tattoo? Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Vielleicht melde ich mich. Ja dann. Na komm, erzähl. Alex, du bist jetzt auf Troys Radar. Dein Schlüssel zu den 510s. Check die Karte auf Missionen und folge jedem Hinweis und mach dir einen Namen. Fahre. Bring dich rein in die Organisation. Ich weiß, wie das geht, Zoe. Du kannst fahren, deshalb habe ich dich genommen. Aber das hier ist anders. Jeder geknüpfte Kontakt, jedes gewonnene Rennen, jede gefahrene Meile bringt mich näher an Coburn und dich an den Mörder deines Bruders. Hast du verstanden? Logisch. Dann legen wir los. Spielen! Schnellkor, was? Passiert denn dann da? Probier das mal aus. Es sind keine Spieler in der Sitzung. Okay, dann halt Blitzreise. Wobei wir jetzt auch einfach so starten können. Nein. Ich will dir was sagen. Ich habe hier eine Lieferung für einen Spezialkunden. Spezialkunde? Schmierst du einen Richter oder was? Was in der Art? Was in der Art? Ja, okay. Yo, ich habe downtown ein paar Beuterennen laufen. Problem ist, die Burschen gewinnen zu viel, verstehst du? Sorge dafür, dass sich das Blatt wendet. Du hast den richtigen Mann. Jo, falls einige von euch das spielen, ihr habt die Möglichkeit mit mir zusammen zu zocken in meiner Crew, weil ich ja aktuell eh keine anderen dafür habe. Ich schicke euch dann eine Einladung. Ja, und nimm diesen Idioten den letzten Dollar aus der Tasche. Ja, okay, mache ich doch gerne. Sitzen im Skyline! Vergiss nicht. Gewinn das Rennen, damit wir diese Idioten ruinieren.
Wir haben ja auch nirgends eine Punkteanzeige oder so, ne? Es ist ein Geländeschling. Aber lass dich vom Namen nicht täuschen. Der passt immer. Ja, leuchtet ein. Die verkraften Hüpfer besser als die Straßenausführung. Also halt immer nach Abkürzung Ausschau. Okay. Abkürzung, ja, gut, schneller gesagt als getan. Muss erstmal eine entdecken, ne? Familien hier. Okay, das ist gut. Bleib in Führung. Das war mal eine Abkürzung, würde ich sagen. Scheiße, da war wieder eine Abkürzung, aber leider verpasst. Was geht denn hier mit dem Kran? Feiern die hier. Okay, los jetzt! Erledige das! Tja, da haben wir wohl gewonnen. Jo! Use 4, man! Mission erfüllt! Bla bla bla! Und wir sind auf Stufe 3! Mission freigeschaltet, dies, das. Sehr schön. Und wieder nur Bronze, leck mich doch. Wir müssen einfach schneller werden, glaube ich. Naja. Sieh mal einer an. Du machst dir hier auf den Straßen einen Namen, Junge. Das nutzt auch meinen Namen. Jetzt zurück auf die Straße. Es gibt Arbeit. Ja, sicher, na klar. Ah, okay. In der Sitzung ist keiner. Gucken, ob das geht. Hä? Ach, die schickt direkt eine normale Einladung. Aber das ist doch jetzt, weil er online ist, oder? Ich hoffe, er ist online. Der ist Stufe 50. P0 checke ich nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Deine Freunde sind online. Bilde mit ihnen doch eine Crew. Konkret. Wir haben ein Crewmitglied. Den Kiwi. Der ist aber irgendwo anders. Naja, wir setzen einfach mal fort. Mal gucken, was da jetzt passiert. Tü-tü-tü, Crew-Koop. Spiel mit der Crew. Ja, geil, wenn das funktioniert. Ja. Cool. Ich frage mich jetzt, fahren wir gegeneinander oder mit anderen gegen dazu, zusammen gegen die was anderen? Sagen. Naja. Ich habe hier eine Lieferung für einen Spezialkunden. Spezialkunde? Schmierst du einen Richter oder was? Was in der Art? Lieferer Troyes, Wagen ab! Okay, bin mal gespannt, was jetzt hier abgeht. Ach so. Wiefern soll man das jetzt Koop machen hier? Sei vorsichtig damit. Eine Schramme in den Wagen und ich mach dich fertig. Hm.
Jawohl, was eine Karre. Aston Martin. Okay, ich sag's dir nur einmal. Liefer den Schlitten ohne Schramme ab. Das ist ein Performance-Schlitten. Ein bisschen schneller als deine üblichen Kisten. Der ist für Asphalt. Kannst ihn ruhig treten, aber machst du ihn kaputt, ist Ärger. Yo, pass auf, wo du hinfährst, verdammt. Ja, chill doch deine Base, ey. Ja gut, er ist jetzt zwar in der Crew, aber richtige Gegner ist halt glaube ich eh nicht. Das soll ein Geschenk werden. So wie der jetzt schon aussieht, der Wagen. Wird halt eh nichts. Scheiß die Wand an. Das war nicht so prickelnd. Wobei der Beta habe ich den schmacklos abgeliefert. Schönes Geschenk, total schade, das Ding. Und für wen ist der Wagen? Wir haben hier ständig hohen 5-10-Besuch. V6. Ich plane ein oder zwei kleine Willkommensgeschenke. Schmiert das Getriebe. Was ist mit dem V8? Kommt der auch mal? Noch nicht. Aber wenn ich mein V4 hab, vielleicht. Na los, mach, du bist fast da. Ja, bleib mal geschmeidig. Hey, ist schon seltsam gemacht hier. Jetzt wartet man hier natürlich auf die anderen Spieler. Ja. Ist eine nette Sache, wird aber glaube ich mehr Spaß machen, wenn wir einen im Teamspeak mit hätten. Action abgeschlossen, die Crew. Was, habe ich Gold bekommen? Ja, cool. Dann wollen wir mal fortfahren. Ja. Nette Angelegenheit. Park ihn so, dass der V6 ihn auch gut sehen kann. Ich glaube, der Kiwi realisiert nicht, dass ich hier Let's Play, deswegen will er immer überspringen. Wenn ich diesen verdammten Start schmeiße, kriegst du dein Tattoo und ich meine scheiß Yacht. Der guckt da erst mit einem Chrysler 300C rum. Ja, der Wagen, der ist garantiert... Ne, ist ein Chrysler, ist was anderes. Sieht auf jeden Fall so aus. Naja. Der hat jetzt eh die overpowerten Karren hier. Aber naja. Vielleicht wird er irgendwann merken, dass er im Let's Play ist. Ein kleiner Stoß. Liegt nicht in unserem Bereich, wir müssen hinfahren. Naja, wir werden eh Stück für Stück alles freischalten. Distanz müssen wir fahren, okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib alles! Jawohl! Sauber. Ausstatten. Und der hat uns einfach weggecrashed, der Sack. Was soll denn sowas?
Okay, das ist jedenfalls kein Teamplayer. Dann können wir den ja getrost vergessen. Lade ich dann wohl lieber nicht nochmal ein demnächst. Der klatscht uns einfach weg und gibt voll da. Naja, egal. Oh, hab einen Job für dich. Irgend so ein Penner mit einer fetten Karre spielt sich in meinem Revier auf. Team die Ohren lang. Location ist auf der Karte. Whatever, ich bin gerade unterwegs zu irgendeiner Location. Da haben wir auch noch ein paar Kilometer, glaube ich. Ja, naja, fast da. Yeah! Motorkern. Boah, dann ist aber auch geflogen, ne? So. Ja, genau die wollen wir ja machen. 10.000 Punkte, okay. Schalte den Rally-Truck aus. Ja gut, das ist natürlich perfekt für Koop. Danach werde ich erstmal ein Päuschen machen und dem Jungen sagen, dass ich hier ein Let's Play mache. Habt ihr einen Rally-Schlitten für den Job dagelassen? Steig ein. Siehst du ihn schon? Dann wird der vielleicht ein bisschen kooperativer auch. Gut, dann mach ihn fertig. Erledige ihn schnell. Warum die Eile? Die Cops natürlich. In dieser Art von Job sollte man nicht zu lange rumgammeln. Verstehst du? Schnapp in dir! Ist er schon mal Rally gefahren? Länger nicht. Keine Angst, schleudere ihn rum, schüttel ihn durch, peitsch ihn, das Baby kann's ab. Und jetzt hol dir den Arsch. Na gut. Komm mal ran, Junge. Alter, der Ding schleudert sich aber hier nice, ne? Irgendwie komme ich da nie ran, ne? Na komm schon. Das würde ich gerne sehen. Boah, das gehen wir doch nicht. Mal noch irgendwie erwischen hier den Sack. Fährt der denn hin? Ah, oh fuck! Mist, Alter! Oh, wenn ich den jetzt erwischt hätte, ne? Verdammt. Boah, das hätte so gescheppert. Mann. Schade, schade. Schade, 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 schade. Vielleicht schafft er es ja, ihn noch da zu erwischen. Kommt gar nicht aus dem Pott, der Wagen. Guter Bluthorn. Bring ihn zur Strecke. Kann ich so schwer sein, den zu erwischen? Was war denn? Leck mich doch! Ey, in der Beta haben wir den aber in der Zeit schon lange gehabt. Du willst nicht da sein, wenn die Bullen aufkreuzen. Jawohl! Er hat ihn. Boah, wie's aus! Der fliegt erstmal über das Haus vor ins Wasser. Der ist komplett im Arsch, der Junge. Geil gemacht, Kiwi. Eieiei. Naja, schade, nur Bronze. Bleh. Ah.
Witzig. Okay. Wir verabschieden uns für diese Folge. Und sehen uns in der nächsten. Euer Onkel. Echt? Obwohl, wir warten noch kurz hier. Er hat die Botschaft kapiert. Nett. Wir sehen uns. Wird bestimmt gleich noch voll wie rumgelabert. Hey Alex, was gibt's Neues? Troy lässt mich in der ganzen Gegend hinter ihm hergurken. Gut. Je mehr du tust, desto mehr vertraut er dir und desto eher hast du dein 5-10-Tattoo. Bleib dran. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Onkel. Ciao.